Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Phasmophobia. Wir sind wieder auf dem Weg ins Willow Street House. Da das letzte Mal ja nicht so funktioniert hat, probieren wir es einfach nochmal. Wir sind wieder auf Albtraum unterwegs und haben eine Pillen dabei, so wie es sein soll. Los geht's. Schlüssel. So. Der Robert Elliott möchte ermittelt werden. Dann geht's los. Bin so aufgeregt, was es wohl sein wird. Keine Spieluhr, keine Karten, Knochen, aber eine Tür. Aber wo? Interaktion. Also schon mal keine Fingies. Oh nein. Also, wir haben keinen Spiegel, nur einen Selbstspot in der Garage und den Strom im Keller. Das ist ja toll. Wäre jetzt der Hammer, wenn es hier auch noch ein Flurgeist wäre. Wäre ein Traum. Nicht. Überhaupt nicht. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Flurgeist, ist ein Kellerflurgeist. Sag's, was ist. Nein, was war das? Oh, EMF5. EMF5. Aber wo? Aber was? Aber wie? Aber wo? Irgendwo da. Cool. Also, wir haben MF5. Ein Bäumchen. Und jetzt ist die Frage, ist er in der Küche oder ist er da im Gang? Bei wegen Tür, aber auch hier. Na, wir gehen erstmal gucken. Vielleicht finden wir noch einen Knochen. What the... Ich sag Zwillinge. Es wiederholt sich. Okay, wir haben hier die Ordner. So ein semi-safe Schrank. Okay, okay. Ja gut. Ja, okay. Vielleicht ist er auch im Bad. Ich meine, ist ja nicht ganz abwegig. Immerhin liegt der ein Shampoo. Na, ich würde sagen, wir holen Stuff. Jupp. Ich habe jetzt auf die Schnelle tatsächlich noch gar kein Cursed Object gesehen. Also das Spiegel ist nicht da, das Board habe ich, glaube ich, gar nicht reingeschaut. Hab nicht, die Spieluhr nicht. Was mache ich denn? Vor lauter. Kreuzthermometer. Hallo. Und beim nächsten Mal laufen, wollen wir dann die anderen drei. Erstmal das Kreuz. Safe first. Küche nicht. Oh mein Gott. Das Bad ist kalt. Okay, also ich schätze mal Bad. Also Bad. Easy. Ich würde nur gerne wissen, welche Tür da gegangen ist. Ah, ich schätze mal die. Okay.
War das Brett? Ah, hier ist der Knochen. Ja, wie konnte ich den übersehen? Der ist ja riesig. Überlege ich gerade, wenn es das Board nicht ist, der Spiegel nicht ist. Im Keller habe ich auch keinen Kreis gesehen. Wo war denn die Puppe? Wieso macht es so nichts? Hä? Hast du den Mülleimer getackelt oder was? Ich bin verwirrt, aber das ist okay. Das ist ja nichts Neues. Absolut keine Ahnung mehr, wo die Puppe ist. Aber finden wir bestimmt noch. Eins nach dem anderen. Gerne ich hier Pillen haben möchte. Naja. Das wird schon werden. Oh. Licht aus. So. Ja, schon blöd. Bei Herrn Bart. Ja. Nein. Ja. Nein. Oder? Der ist mir tatsächlich ein bisschen zu aktiv, aber nicht hier im Bad. Ah, Zahnbürste. Da möchte sich nicht die Zähne putzen. Ist okay. Bring dich nicht. Ist okay. So. Lassen wir hier. Und dann gehen wir mal in den Van. Und gucken durch die Kamera. Damit wir nicht so viel Sanity verlieren. Alter, ist es hell. Oh mein Gott. Ich glaube, die Lampe würde einfach den Geist, der durchrennt, überblenden. Wenn er durchrennen würde. Ach, okay. Nee, passt schon. Ja, cool. Ja. Ja, dann versuchen wir halt das da, wa? Was müssen wir eigentlich machen? Ein Foto vom Geist, ein Bewegungssensor und eine Kerze. Dann machen wir das doch zuerst. Ja, das war sehr clever. Das war jetzt sehr clever. So. Dann schauen wir mal, ob er mit mir sprechen möchte. Sehr gut. Bist du hier? Bist du hier? Okay. Er ist hier. Das ist doch ein Träumchen. Oh.
habe eine Idee. Wir versuchen das Ganze einfach nochmal mit, ob zwei Räume am kältesten sind. Ich meine, es ist schon ein echt großer Kreis, der da Geräusche macht, Terror macht. Und es könnte ja schon sein. Halt, nehmen wir noch gleich, keine Ahnung. Das da. Weil er kann ja jetzt genauso gut in einem anderen Zimmer sein, weil er ja so weit im Bad drin war. Ich weiß es halt nicht. Wie das abgegrenzt ist. Schon aus. Nee, der hat immer noch nicht ausgelöst, ne? Bisschen mysteriös. Naja, wir lassen es mal da liegen. Vielleicht bringt es so ja mehr. Oh mein Gott. Ist da oben? Nein. Warte, ist er jetzt hier? Oh mein Gott. Oh nein. Was sage ich noch? Flurgeist. Der Sinn, warum überall mehr passiert als da drin. Oh. Nehmen jetzt mal das da. Und das da als Licht. Und da. G20. Wirklich irgendwas anderes kalt. Gilt es hier eigentlich als erster Raum? Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal in den Keller. Oh ja. Gott. So. 20. Und 16. Nee, okay. Halt, suche immer noch das First Object. Ah, denn nochmal diese Puppe? Puppe, bist du? Okay, es bleibt dabei. Hinten? Hier im... Nee, im Hang. Aber ich sehe nichts. Ach ja, tatsächlich. So. Damit ich dich nicht verliere. Du hast mittlerweile ausgelöst, jetzt wollen wir noch ein Bild und ich muss aber noch rausfinden, was du überhaupt bist.
Warte mal kurz, hier Safe stellen. Spirit, Gespenst und die Zwillinge. Spirit. Hörlich. Keine Stärken. Wenn man ihn ausräuchert, ist er friedlich. Ach ja. Ja gut. Dann Salz. Gut, dass ich das Knicklicht reingenommen habe, anstatt Salz. Bin manchmal schon stolz auf mich. Lass mir mal da. Holen wir uns gleich ein neues. Und gleich eine Reserve. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt flackert es da drin. Aber ist schon noch hier kalt. Ja, okay. Ja gut. So. Keine Ahnung. Aber theoretisch wisst ihr, wenn da der Bewegungsmelder ist, sollte es ja... Ja... Hä, ist der jetzt dran vorbeigesneakt oder was? Laufe durch Salz. Laufe durch Salz. Ha. Okay, also es sind Fußabdrücke. Halt, ich brauch doch. Brauch doch Bilder. Geld. Willst du? Wo ist die andere Kamera? Wo ist die Kamera? Ich war noch nicht fertig. Ah, shit, wir brauchen ein Foto von ihm. Oh mein Gott. Au. So. Okay. Kurz durchatmen. Nehmen wir noch eins davon und eins davon. Okay, Moment. Wie war das beim Gespenst? Wird fast nie in dem Boden. Dann ist es das ja schon mal nicht. Spirit, das heißt, wir räuchern ihn jetzt aus und wenn da nichts passiert. Aber was soll denn passieren? Außer dass er durch das Ding läuft, kann ja nicht viel passieren. Wir probieren es trotzdem. Wenn er mich lässt. Was ist das? Mit schönem Vanillearoma. Gleich Neues. Aber theoretisch dürfte jetzt nichts passieren, weil er ja schon eh nichts gemacht hat. Aber es... Was? Was? Ah, okay, er ist da durchgelaufen. Fehlt es? Muss ja dann eigentlich Spirit sein. Die letzte Probe ist ja mehr oder weniger. Wenn er huntet, trotz dem Kreuz, heißt es ja, dass er noch woanders ist. Dann wäre es ein Zwilling. Schätze ich. Ja. Eigentlich will dieser nicht rausfinden, wa? Auf der anderen Seite, wir brauchen noch ein Foto. Der eventet aber auch nicht, gell?
Also wenn ich hier die Nadel reindrücke und smudge und darüber renne, hinter den Ordner, auf dem Weg natürlich ein Foto mache, dann müsste das doch passen, denke ich. Oder? Na, wir testen es. Komm schon. Warte, was? Oh mein Gott. Wo kam der denn her? Dude, wo kam der denn? Kam der aus dem Keller? Ja, aber dann wäre es ja doch Zwille. Ich habe keine Treppe gehört. Oder? Nee, das. Nee. Das ist ein Spirit. Hast du als Foto gezählt? Nein. Und eigentlich muss ich ja nochmal die Puppe benutzen, gell? Nö. Oh nö. Er hat den Strom ausgemacht. Ah. Okay, was mache ich? Was mache ich? Denken, denken, denken. Mein. Ich hab ja noch eins Matsch. Ins Licht anmachen. Mann, ich sehe doch nichts. Okay. Beste Idee, ohne Taschenlampe hier runterzugehen. Oh nein. Wie kommen die wieder raus? Thank you.
Okay. Okay, läuft. Sehe doch nichts. Ja, kannst du mich mal einschalten natürlich. So. Okay. Also, Puppe. Hey Geist. Yo, ich bin hier. Wo kommt der denn her? Wieso hat er schon wieder nicht gesehen? Oh mein Gott. Also ich glaube nicht, dass es Twins sind, aber ich schaffe es auch nicht, dieses Foto zu schießen. Ich habe zwar noch einen Smudge, aber es, also vielleicht zählt es auch einfach nur nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich schon zu viele Fotos gemacht. Ich weiß es nicht. Aber es, also Foto funktioniert nicht. Sieht es trotzdem als semi erfolgreich. Immerhin habe ich überlebt. Also ich sage jetzt einfach Spirit und fahre damit. Optischen Poster. Och nö, ich hatte Recht im Unrecht. Geht. Na, das gibt wohl eine Runde 3 auf der Map. Das wird ja ein Spaß. Also bis dahin.